Hallo und herzlich willkommen zu meinem ersten Tutorial, das ich für euch mache. Und es handelt sich um 7 Days to Die. Und zwar wollte ich euch mal erklären, wie das mit dem Lehm so funktioniert. Weil viele Leute haben ja das Problem, sie machen eine Schmiede. Schmiede ist ganz einfach. Wo war die denn nochmal? Das ist immer kompliziert. Ich spiele sie auf der PlayStation 4 für alle, die sich jetzt gerade fragen, warum das so ein bisschen anders aussieht. Aber ich mache es jetzt auch für die Leute von der PlayStation 4. Hier war jetzt zum Beispiel die Schmiede drin. Kleiner Stein, Lehmklumpen, Blasebalg und kurzes Eisenrohr und den Blasebalg. Wo habe ich denn den? Der war, glaube ich, hier. Und der Blasebalg wird eben so hergestellt mit Holz. Tierhaut. Tierhaut kriegt er ja von den Zombiehunden, von Bären, von Schweinen, von allem Tierchenzeug, das ihr so in dem Spiel findet. Wenn ihr das alles hergestellt habt, dann stellt ihr euch natürlich die Frage, ja verdammt, wie kriege ich denn jetzt Lehm her? Weil ich finde ja nur Lehmklumpen, wenn überhaupt. Erstmal zeige ich euch, wie ihr Lehmklumpen findet. Lehmklumpen, das wird nämlich immer ganz blöd erklärt, Lehmklumpen sind auf dieser Karte hier, die ich euch jetzt zeige, diese weißen oder grauen Flecken. Ich zeige euch jetzt einfach mal den hier. Oder wir gehen einfach mal... wo gehen wir denn am besten hin? Wir könnten eigentlich auch dahin gehen. Gehen wir mal dahin. Ich hoffe, das ist nicht zu weit weg. Und ich hoffe, es sind auch nicht zu viele Zombies unterwegs. Weil wir ja jetzt Tag 36 haben. Und Tag 35 war ja so ein schlimmer Tag für uns. Aber nichtsdestotrotz, wir haben das nicht so schlimm eingestellt. Also dürften da nicht so viele Zombies kommen. Weil ich spiele das immer mit meinem Freund zusammen. Weil man kann das ja zu zweit spielen. Ist übrigens super interessant, super cool. Macht mega viel Spaß. Halt, stopp. Sind wir jetzt schon hier? Das erkennt man jetzt gerade nicht. Weil viele sagen immer, das sind die rotbraunen Flecken, ja? Und es sind auch rotbraune Flecken, aber es sind diese rotbraunen Flecken, die man hier sieht, auf dieser Karte, also auf der Abbildung der Welt sozusagen. Und dann könnt ihr einfach die normale Schaufel oder ihr nehmt eine Eisenschaufel, die ich jetzt gerade nicht dabei habe. Habe ich die weggeschmissen? Ich habe extra eine mit... Nein, die ist ja ausgerüstet, okay. Ihr könnt die Schaufel nehmen und ihr seht jetzt schon, es sind so Lehmklumpen. Und die sind genau die, die wir brauchen. Man kann es auch mit der anderen Schaufel machen, kriegt man ein bisschen mehr. Und das Zeug sammelt ihr ein. Also hier ist es rot-braun auf der Karte und auf der Karte ist es weiß bzw. grau. Also total easy. Weil ich habe nämlich da ewig lang rumgetan, weil jeder das total blöd erklärt. Der eine sagt rot-braune Flecken, der andere sagt, es sind weiße oder graue. Und keiner kann genau erklären, wie es funktioniert. Ich weiß nicht, warum alle das irgendwie so komisch erklärt haben. Vielleicht habe ich auch... Oh. Da ist ein Zombie hinten. Toll, das ist ja genau das, was ich jetzt gebraucht habe. Schreier-Tussi. Sorry für die Aussage, aber ich hasse diese Wesen, weil die so blöd rumschreien. Ach, wir können eigentlich gleich reingehen. Das ist eigentlich wurscht, die... Tschüssi, ich habe nämlich jetzt keine Lust zu kämpfen. Ist ein bisschen kompliziert hier. Aber ihr seht ja, ich habe relativ viel Leben, also ist mir das egal, wenn ich auch mal blute. Macht mir nichts aus. Dann geht ihr zur Schmiede. Schmiede ganz einfach hier reinklicken. Und jetzt seht ihr so, verdammt, ich brauche egal für was, zum Beispiel für einen Amboss. Man braucht ja den Amboss, dass man das Werkzeug hat, um Sachen herzustellen. So, und dann denkt ihr euch, ja, verdammt, das Lehm sieht irgendwie aus wie Lehmklumpen, aber irgendwie ist es das doch nicht. Und dann geht ihr nämlich auf Lehmklumpen und dann steht da so, Lehm ist ein wichtiger Rohstoff beim Schmieden und wird mit braunen Punkten auf der Karte gekennzeichnet. Er wird entlang von Wasser und in der Erde gefunden. Und dann denkst du dir so, ja, hä, ich habe aber Lehmklumpen gefunden und nicht Lehm. Und dann denkst du dir so, was soll denn der Scheiß jetzt? Und, ich erkläre euch, wie einfach es ist, Lehm herzustellen. Und zwar nehmt ihr die Lehmklumpen. Und packt die in die Schmelzung rein. Und wartet ab. Man braucht keinen Amboss dafür, man braucht kein Werkzeug dafür. Das macht er automatisch, weil er schmelzt. Also die Schmiede schmelzt sozusagen das ganze Zeug, was hier auf der Seite steht. Ihr seht jetzt, wir haben hier schon mittlerweile 6530 Lehm. Und dann werden Lehmklumpen zu Lehm. Und weshalb hier Lehmklumpen stehen, ist ganz einfach. Wenn ihr zum Beispiel zu viel Lehm habt und lieber Lehmklumpen wieder haben wollt, dann könnt ihr die fertigen und dann kriegt ihr die wieder unten raus.
Ist alles ein bisschen blöder gemacht, man hätte es einfacher machen können, aber hey. Und so einfach kann man sich dann einen Amboss herstellen. Es funktioniert nämlich dann auf einmal. Und dann einfach fertigen, dann könnt ihr es oben reinsetzen und dann könnt ihr auch viele andere Sachen machen. Mehr habe ich jetzt auch noch nicht, aber ich wollte euch ja grundsätzlich nur mal erklären, wie das mit dem Lehm ist. Man kann dann auch so Messing, es gibt ja so Messinggriff und weiß nicht was noch alles und Blei. Was macht denn die da unten kaputt? Was ist denn los mit der? Oh, da ist so ein Brenner-Zombie. Ja, egal. Das ist ja blöd, das ist ja wieder typisch, aber wir haben hier extra zwei Türen, also dürfte eigentlich nichts passieren. Und Glas kann man auch einfrieren, weil, nicht einfrieren, ach, bin ich lustig. Glas kann man auch schmelzen, gibt es ja immer zerbrochenes Glas oder so, dann kann man nämlich so Glaskrüge herstellen. Aber ich möchte euch nicht zu viel vorwegnehmen, das seht ihr dann alles selber. Ich hoffe, euch hat das kleine Tutorial gefallen und ich hoffe, es hat euch weitergebracht, weil ich bin fast zur Verzweiflung getrieben worden mit diesem blöden Lehm. Und lasst mir doch ein Like, einen Kommentar oder ein Abo da, wenn euch das Tutorial gefällt. Und ihr könnt mir gerne in die Kommentare reinschreiben, wenn ihr eine Frage zu dem Spiel allgemein habt. Vielleicht kann ich es euch beantworten. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, es hat euch weitergebracht. Ich weiß, ich sag's jetzt nochmal, aber es war mir wirklich ein Anliegen, weil ich so lange gesucht habe und nichts gefunden habe und dann durch Zufall habe ich es gemacht und habe es dann hinbekommen. Und keiner hat es einfach so richtig erklärt. Also nochmal für euch eine Zusammenfassung. Lehmklumpen sind diese grauen Teile hier auf dieser Karte, auf der Karte und auf der Abbildung der Welt, also wenn wir hier sind, ist es rotbraun. Habt ihr ja gesehen, ihr könnt es auch wieder zurückspulen, dann seht ihr es wieder. Dann die Lehmklumpen ausgraben, entweder mit der Schaufel oder mit der Eisenschaufel. Ich glaube, vielleicht geht es sogar mit der Spitzhacke auch, mit der Steinaxt. Mann, jetzt komme ich ganz durcheinander. Mit der Steinaxt auch. Das weiß ich gar nicht, aber mit der Schaufel geht es auf jeden Fall und die Schaufel kann man ja auch herstellen. Egal welche Schaufel, es funktionieren alle. Dann die Lehmklumpen sammeln, die ich jetzt alle schon in die Ding reintan habe, in die Schmiede. Einfach da reinpacken in die Schmelzung. Dann schmelzt das Ding von alleine. Ihr müsst nur noch Holz mit reinhauen oder Kohle oder was auch immer noch brennt. Dann wird das eingeschmelzt. Meistens braucht man auch Eisen, da haut man einfach Eisen mit rein. Passt auf, ich zeige euch das mal. Hier Eisen mit reinhauen, dann kommt da auch Eisen rein. Und schon könnt ihr alles herstellen, was ihr wollt. Ihr braucht natürlich irgendwann die anderen Werkzeuge noch. Aber, naja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Like, kommentiert, abonniert. Bis zum nächsten Part und tschüss.